Das ist immer unser höchstes Ziel, egal was, ob jetzt in der Theorie nachher, für unsere Dose, für die Werbung, sonst was. Das gleiche im Anzug auch. Schaut, dass er was mitnimmt. Die erste Frage, wenn mir jemand etwas vorschlägt oder wenn euch jemand was vorschlägt, solltet ihr immer die Frage stellen, kennst du es oder kannst du es? Als bei mir meine Räume her war, ich konnte von 14 bis 17 Uhr rein und sage, gut, mach es halt mal. Und es ist voll. Also man wird nie das Optimum finden. Okay? Und nochmal, ihr müsst immer den Erfolg daran messen, was ist los. Da etwa. Wir haben heute ein Schnupperkind, die Marlene. Jetzt ganz wichtig, auch optisch die Kinder im Kreis und die Themen besprechen. Aber angenommen, das stimmt, was die Frau gesagt hat. Ich darf nicht mit Fremden mitgehen. Stopp, ich will das nicht! Stopp, ich will das nicht! Stopp, ich will das nicht! Für was mache ich einen Tag der offenen Tür? Ganz klar, was uns alle gemeinsam hier verbindet. Es ist ideal, um neue Mitglieder zu gewinnen. Es ist effektiv, kostengünstig, zeitsparend. Klar, darf ich die Mitgliedschaft anbieten? Das ist ein ganz wichtiger Satz fürs Beratergespräch. Alle, wo heute kommen, die wollen das. Die wollen, dass ihre Kinder bei mir Unterricht nehmen. Versucht es auch. Es ist erprobt. Glaub mir, es ist wirklich erprobt. Und hundertprozentig, es funktioniert. Ich danke euch.